Herzlich willkommen zu einem Update über unsere Triopszucht. Bevor ich mit dem Update beginne, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr uns, wenn ihr möchtet, kostenlos abonnieren könnt. Und jetzt zum Update. Zwei von unseren Triops sind leider gestorben und der letzte ist schon ganz groß geworden. Daher ist das Becken, in dem er gerade lebt, für ihn zu klein und heute siedel ich ihn in eine größere Box um. Dazu habe ich mir eine Aufbewahrungsbox, Sand und Kies besorgt. Als erstes schütte ich das Kies und das Sand in unterschiedlichen Schüsseln und fülle diese Schüsseln mit Wasser, damit das Kies und das Sand sauber sind. Schließlich nehme ich die Aufbewahrungsbox hervor und bilde eine Kiesschicht auf dem Boden der Box. Diesen Vorgang wende ich auch bei dem Sand an und hier glätte ich noch die Oberfläche. Nach der Beschichtung fülle ich die Box vorsichtig mit 5 Liter destilliertem Wasser. Durch dem Auffüllen des Wassers hat sich eine Delle im Sandboden gebildet und diese Delle fülle ich wieder mit Sand. Zu guter Letzt nehme ich ein Glas und transportiere den Triops von seinem kleinen Becken in die große Box. Das Wasser, in dem der Triops vorher gelebt hat, enthält die Bakterien von ihm und daher schütte ich auch diese in die große Box. Mit dem Sand mache ich das gleiche wie bei dem Wasser, da sich in dem Sand Eier befinden können. Der Triops fühlt sich in seinem größeren Becken pudelwohl. Er ist inzwischen 5 cm groß und somit der größte Triops, den wir züchten konnten. Das war's dann auch schon mit dem Update über unsere Triopszucht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.